Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben zu Hause. Wir haben wieder einen neuen Erfahrungsaustausch. Ich habe Nicole und Dennis heute im Gespräch, die ja auf mich zugekommen sind, weil sie die Tekia-Ausbildung gemacht haben und gleichzeitig mit dem Oberon arbeiten und da ganz wunderbare Ergebnisse haben, über die wir heute sprechen wollen. Also im Endeffekt ist es das, was sich viele wünschen. Mach es sichtbar, mach es messbar, zeig es mir auf einem Schaubild, was sich verändert hat, wie auch immer. Und ich freue mich, dass ihr zwei da sind. Herzlich willkommen, Nicole und Dennis. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Danke. Ihr habt eine eigene Praxis in Niedersachsen und arbeitet schon lange praktisch mit dem Oberon und vielleicht auch anderen Möglichkeiten. Erzählt doch mal ein bisschen. Genau, also Dennis ist vor allem derjenige, der sehr lange in der Praxis schon mit dem Oberon-System arbeitet. Ich bin da auch vor einigen Jahren bereits mit angefangen. Und das ist so, wenn man das nicht ganz so kennt, das kommt aus der Quantenphysik, aus der Raumfahrttechnologie. Und wenn man es einfach erklären möchte, ist ein bisschen, es geht um Resonanzfelder, dass quasi der eigene Körper so angetriggert wird mit Informationen, also quasi mit Originalschwingungen, wie Zellen gesund funktionieren. Und dann in der körpereigenen Schwingung antwortet. Das bedeutet, man nutzt die Resonanz, also das Resonanzprinzip. Und anhand dessen, ich versuche es wirklich ganz einfach und kurz zu halten, anhand der Antwort des Körpers erkennt man so ein bisschen den Ist-Zustand der Organe, der Zellen. Was ist da eigentlich los? Wir sagen mal den Grad der Unordnung im System. Und das ist mittlerweile ein System, was schon mehr bekannt ist. Und ich erkläre es auch so, dass man immer mit den Oberon sieht, quasi mit den Augen des Körpers, warum bestimmte Symptome aus Sicht des Körpers Sinn machen. Also zeigt so ein bisschen auf, was ist da eigentlich los. Und genau, wir haben in den ersten Jahren vor allem natürlich sehr viel an der Materie gearbeitet. Wir haben gesehen, da ist was nicht richtig. Und also die Schwingung ist durcheinander geraten aufgrund von Schwermetallen, aufgrund von vielleicht Viren, aufgrund von ja, also bestimmten Krankheitsentwicklungen, auch Ernährungsthematiken, und haben viel an der Materie gearbeitet, haben aber festgestellt, dass oft die Grenze dann manchmal auch erreicht ist. Also es ist wie, als wenn man weiterkommt und dass man einiges erreichen kann, verändern kann. Aber es ist oft so gewesen, dass wie es fehlte, eine Energie, es fehlte was, um tiefer zu blicken. Und auch so ein System wie Oberon nimmt ja das gesamte Energiefeld des Menschen, also das gesamte Informationsfeld auf und macht das greifbar. Das heißt, wir kommen natürlich auch in Bereiche rein, wo zum Beispiel Hinweise auf somatoforme Störungen da sind, ne? Wo Hinweise auf eher seelisch-psychische oder Blockaden auch sichtbar waren. Und das war für uns immer so ein Teil, wo wir nicht so richtig weiterkamen, wo wir immer weiter verwiesen haben und gesagt haben, da muss eigentlich noch mehr, da ist noch mehr. Und ja, dann kam irgendwann vor allem bei mir Teki in mein Leben. Und das ist jetzt, ich weiß gar nicht, so war, glaube ich, Anfang Corona, würde ich sagen. Ich war gerade mit meiner zweiten Tochter, die ist gerade zur Welt gekommen. Und die Dankbarkeit für Online-Seminare mit einem kleinen Kind ist natürlich groß, weil man sich weiterbilden kann und die einfach so großartig waren. Und lernen konnte. Und trotzdem Familie und einen Hut bekommen hat. Die Kleine hat geschlafen und ich konnte das mir einteilen. Ich konnte an mir wachsen und das erstmal bei mir erst verstehen und bei mir aufräumen, so würde ich sie wirklich nennen, die ersten 1, 2 Jahre. Und dann irgendwann ganz klar zu verstehen, das ist es, was uns fehlt. Weil wenn da die Blockaden sind, da die somatoforme Störung, da dieses Thema, wo Energie fehlt im System bei den Menschen, und wir damit sowas mit so energetischem Arbeiten wie Teki drangehen, dann ist es nachher runder. Also ich glaube, wir können gleich viele Beispiele erklären, weil dann sehen wir, genau da, wo wir sonst gestoppt haben, konnten wir jetzt mit Teki in die Themen eingehen. Wir konnten die Traumen auflösen. Wir konnten gucken, warum blockiert Energie so stark und die Verdauung kriegt ihre Energiekurve nicht mehr hin. Also warum fehlt in der Verdauung immer wieder Energie? Ja, und das ist das Großartige, was wir jetzt halt wirklich dann etabliert haben in der Praxis, dass wir quasi mit Oberon erst schauen, dann gucken, ist es sinnvoll, mit Teki zu arbeiten oder mit energetischen Heilen zu arbeiten wirklich, um dann nachher auch wirklich Oberon nochmal im Abschluss zu sehen, wie aber auch die Kraft wieder ins System zurückkommt, wie Energie wieder frei geworden ist. Und das ist das, was mich jeden Tag, und das merkt man, glaube ich, gerade so fasziniert.
dass ich einfach einen Impuls hatte, das auch mal zu sagen, dass ich das so gerne teilen möchte, weil ich es einfach total schön finde. Es war immer der Funken, der uns die Jahre fehlte in unserer Arbeit. Genial, hört sich echt gut an. Und ich glaube, das ist auch für viele ein guter Einstieg, die jetzt, hatten wir auch im Vorgespräch schon, die vielleicht noch so Hemmungen haben, irgendwo hinzugehen, um sich energetisch behandeln zu lassen. Und mit so einem Gerät ist es doch ein bisschen greifbarer. Und dann kann man es aber eben schön kombinieren. Also ich erinnere mich, das ist bestimmt schon 8 oder 10 Jahre her, da hatte ich einen Seminarteilnehmer, der hat mit dem Time Wafer ganz intensiv gearbeitet und schon lange, und er kannte seine ganzen Blockaden und Muster und alles. Der wertet ja ein bisschen anders aus als der Oberon, aber ist im Prinzip auch so ein Gerät. Und der kam dann nach Theki 1 oder er kam zu Theki 2 dann, und da hat er dann in der Vorstellungsrunde erzählt, dass bevor er zu Theki 1 gekommen ist, hatte er noch, ich glaube, 76 Themen waren es. Und nach Theki 1 noch 3. Okay. Also, das ist so richtig. Mit Theki 1 war schon praktisch alles eliminiert. Und er konnte dann ganz konzentriert eben auch mit diesen für ihn verbliebenen 3 Themen weitermachen, die der Time Wafer angezeigt hat. Ja, also ich finde das schon auch sehr spannend, weil wenn wir so im Persönlichen sind, also zum Beispiel ein psychologisches Gespräch, wie auch immer, dann kommt ja immer eine persönliche Bewertung auch mit. Also wenn derjenige, der das Gespräch führt, nicht vollkommen frei ist, dann geht er ja auch immer aus seiner Persönlichkeit heraus in irgendeine Bewertung und sagt, na ja, das bildest du dir nur ein oder was auch immer. Ja, also da kommt immer was dazu, und so ein Gerät urteilt nicht. Das liest dich einfach aus. Ja, und ich glaube, da lernt man auch selber, so diesen Schritt zurückzugehen, oder? Ja. Kann ich mir vorstellen. Also was halt sehr, sehr spannend ist, ist, das Gerät reagiert immer auf den Klienten und wertet aus, was der Klient freigibt, weil es wertet aus, was der Klient an Resonanzen zurückspielt. Wir müssen halt auch immer schauen, dass wir den Klienten immer erstmal vorbereiten auf das, was kommt. Weil es gibt manche, die schützen sich vor der Information, weil sie so angespannt sind, weil sie wissen, jetzt kommt eine Aufdeckung des gesamten Systems von der Haarspitze bis zur Fußsohle. Und genau da ist jetzt halt die Kunst auch anzusetzen, das Vertrauen aufzubauen und erstmal zu schauen, hey, wie viel verträgt der Klient in der Sitzung an Informationen, was los ist. Das Spannende ist dann, und das haben wir halt selber auch erfahren, wo du deine Ausbildung gemacht hast, mit der Theki-Sitzung, dass wir dann, wenn wir mal Oberon gemessen haben, dann sah das Organ, was da irgendwo vielleicht jetzt bei euch eine Rolle gespielt hat in den Seminaren, unglaublich krass kritisch aus, weil diese Veränderungen, die man nach der Sitzung hatte, ich kann mich noch erinnern, da waren das total schwarze Felder, das wird dann so schwarz markiert, und wir hatten ein total schwarzes Feld im Gehirn, und wir haben uns gedacht, was ist hier los? Weil das System in dem Moment erkannt hat, wie stark unterbewusst die Programme, die man dann in den Seminaren angeht, in diese Wallung kommen. Dann haben wir uns erstmal total gewundert, waren natürlich erstmal total überrascht, um selber zu erkennen, was das heißt. Und dann löste sich aber der Prozess mit den Messungen später auf, und man hat festgestellt, dann hat sich das Organ reorganisiert, erholt, die Zellen haben sich wieder, sagen wir mal, miteinander verbunden, wo die Kommunikation vielleicht ein bisschen schwach war. Und das sind halt genau die Auffälligkeiten, die wir halt jetzt über die vielen, vielen Jahre so mit als Erfahrung sammeln konnten. Und das war total interessant, dass wir halt wirklich erkennen, dass ein Klient, zum Beispiel, was auch du gesagt hast, der kommt erstmal hier hin, weil er in den meisten Fällen chronisch oder überhaupt so belastet ist, dass er keine Hilfe mehr bekommt. Also er hat sehr viel ärztliche Kreisläufe gehabt, und jetzt hat er gesagt, okay, ich probiere das aus aufgrund von Empfehlungen. Und dann kommt er hier hin und hat erstmal überhaupt keine Berührungspunkte mit Quantenphysik, mit in irgendeiner Form von Theki oder mit medialen Strukturen. Und dann sieht er hier einen greifbaren Monitor, kann sich seine Organe anschauen, und er kann greifbar erkennen, ja, da ist tatsächlich etwas, was ich ja auch selber spüre. Und dann kann man das Organ ein bisschen in diesen Prozess begleiten. Und irgendwann nach der 3., 4. Sitzung stellt man fest, irgendwie kommen wir nicht weiter. Also es bleibt stagniert. Wenn man jetzt immer so 4 Wochen so eine Sitzung macht und den Körper immer versucht, in diese Resonanz aufrechtzuerhalten, dann merkt man, dass da eine Blockade ist und wir bestimmte Organe nicht mitbekommen. Und da war es dann ganz interessant, dass wir festgestellt haben, wir haben dann halt ein bisschen auch in so einem psychosomatischen Programm Einblicke, wo es dann heißt, wir haben hier bestimmte Themen, die sind aber festgeschrieben in einer Datenbank. Das heißt, die sind jetzt nicht individuell, sondern man muss halt aus einer Datenbank fixe Bewertungen nehmen. Aber dann hat man einen Anhaltspunkt. Und dann haben wir diesen Menschen in einer Sitzung mit Theki oder mit diesen medialen Strukturen mal versucht, die Programme zu lösen.
Und das war dann der Schlüssel, weil durch die Erkenntnis umgeschriebene Frequenzmuster im Körper selber entstehen, durch das emotionale Mindset. Und dann hat sich das Organ wieder über das System weiter reorganisieren können. Die Zellen haben wieder funktioniert, sie haben ihre Funktion wieder gesteuert. Und das sind genau die Erkenntnisse, wo wir festgestellt haben, das macht am meisten Sinn. Und vor allen Dingen die Menschen, die keinen Berührungspunkt haben zu diesen medialen Welten, holt man mit dem Oberon erstmal ab, dass sie das überhaupt erstmal verstehen, was so los ist. Und kann dann ganz leicht überführen in eine Teki-Sitzung und kann sagen, hey, guck mal, wir können noch ein bisschen drüber hinausgehen, dann öffnen die sich und dann sind die total geflasht, was man eigentlich so alles für Themen hat und wie das eigentlich dann sich alles verhält, weil es sind sehr emotionale Sitzungen manchmal und damit kriegt man halt wirklich diesen Effekt unglaublich wahr. Also macht sehr, sehr viel Spaß, das zu sehen. Das glaube ich. Das ist sicher auch für euch eine tolle Arbeit, dann ein tolles Wirken, wenn ihr so selber eure Erfolge so auf dem Gerät sehen könnt, beziehungsweise auf den Ausdrucken. Wie ist es mit so ganz langfristigen Veränderungen? Habt ihr das jetzt auch schon beobachtet? Also bleibt es dann so? Oder gibt es Rückfälle? Was sagt der Oberon? Genau, also da ist es natürlich, es liegt natürlich immer auch am Menschen, ne? Wie, ob der wirklich mitarbeitet, also ob das, ne, wirklich dabei bleibt, auch wirklich hinzuschauen, sich zu öffnen. In den meisten Fällen auch, würde ich sagen, dass es so ist, dass Oberon, ich erkläre das mal als Brückenbauer. Also wir sind so, wir fühlen uns manchmal wie so Brückenbauer, weil das ist so dieser Bereich von, ich öffne mich gar nicht zu dem Spirituellen, es kommen erst die, die dann über Oberon diese Brücke schlagen, sich zu öffnen in den Bereich. Und wenn diese Brücke einmal da ist, dann spüren die innerlich, dass mehr da ist. Und dann wollen die auch weitermachen. Und dann ist es eher, dass das ganz, ganz positiv ist, weil die wirklich, das ist wie, als wenn sie erinnert werden an was, finde ich immer so. Diese Brücke darf einmal gegangen werden. Wenn sie sich wirklich erinnern und merken, das verändert sich bei mir, dann verändert sich dauerhaft was. Das kennst du aus deinen Sitzungen, weil dann ist wie so ein innerer Ruf und dann fangen die an zu lesen, selber sich schlau zu machen, die Podcasts von dir zu hören. Ich schreibe so oft deinen Namen und die gibt die Podcasts weiter. Einfach, weil das kann ich in der Sitzung gar nicht alles denen erklären, was ich im Kopf habe. Ne? Und bin dann immer dankbar darüber, wo ich sage, hör die Podcasts, dann kommt wieder weiter, kommen die nächsten Impulse. Ne? Und dadurch verändert sich natürlich sehr, sehr viel. Und was wir natürlich auch haben, wir haben aber auch tatsächlich die andere Seite sogar. Wir haben die sehr offen und sehr viel energetisch arbeiten. Und dann zum Beispiel kommt ein körperlicher Prozess. Als Beispiel jetzt ein Virusinfekt. Und die sind eigentlich schon wirklich am Aufräumen gewesen und sind wirklich am Arbeiten. Und dann schlägt das die so ein bisschen zurück, so als wenn die von der Energie her, und dann verlieren die das wieder so ein bisschen. Und damit tatsächlich die andere Seite auch sehr viel, die sich dann die Hilfe wieder über diese Frequenzen, jetzt sogar zu stimulieren, das energetische Arbeiten können die. Die brauchen wirklich dieses, was ist da eigentlich los? Die Unterstützung von jemandem, der sagt, guck mal, da ist die Virenlast, wir brauchen Milz, bauen wir einmal wieder auf. Wir geben die Energie in die Mitochondrien wieder. Wir schauen, dass du wieder in die Kraft kommst. Wir prüfen, was brauchst du eigentlich gerade wirklich im Energiesystem? Vielleicht dann Unterstützung von einem Vitalpilz, von ne, aufbauenden Substanzen. Und das sind dann auch diejenigen, die dann wieder die andere Brücke sozusagen haben, die wirklich, damit sie wieder die Kraft haben, an sich zu arbeiten, die Energie zu unterstützen, ne, in beide Richtungen. Und ja, die wirklich in den Sitzungen merken, dass das Herz sich öffnet für diesen ganzen Prozess, dass es mehr gibt als nur die Materie, da würde ich sagen, ist der Erfolg sehr groß, weil die einfach an sich arbeiten danach. Es ist ja nicht die eine Sitzung, die nur wir machen, sondern es ist ja der Wegbegleiter hin zu sich selbst, würde ich ja eigentlich sagen. Es ist ja der Genau. Brückenschlag zu erkennen, dass die in sich fühlen, dass der Weg in ihnen weitergehen darf. Ne? Ganz genau. Und ich kann mir auch vorstellen, für jemanden, der jetzt immer energetisch, geistig arbeitet, auch wenn er sich sehr sicher fühlt, dass er vielleicht auch manchmal so ein bisschen einen Halt braucht. So, ich hänge mich mal daran und dann habe ich zumindest die Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass das wirklich alles so funktioniert, was ich da mache, wie auch immer. Ja, also ich habe eine Freundin, die auch Teki macht und die vorher schon den Timewaver hatte. Und die sagt schon lang, Sandra, ich brauche das Ding gar nicht mehr. Ich könnte den sofort morgen verkaufen. Das ist sowieso Teki. Ich brauche das nicht mehr. Aber ich spüre, dass es meine Klienten noch brauchen.
Also das haben wir auch tatsächlich. Wir haben wirklich auch viele, die wirklich viel energetisch arbeiten, also wirklich in diesem Bereich auch beruflich zum Beispiel sind, die aber dann merken, sie brauchen auch manchmal diese körperliche Unterstützung, weil dann arbeiten die natürlich sehr stark in den oberen Chakren. Ich glaube, das hast du auch mal in einem Video erklärt. Und dann ist das nach oben sehr stark ausgerichtet. Wir sind aber nun mal hier inkarniert, das sagen wir immer wieder. Wir sind hier auf Mutter Erde inkarniert und wir haben diesen Körper gewählt. Und der braucht auch Unterstützung. Das heißt, in dem Moment, wo wir zu sehr nach oben betonen, fehlt oft hier unten die Energie. Und diese Kombination ist das wirklich so, dass manchmal ist man zu sehr hier unten und braucht die Öffnung nach oben. Das ist die eine Brücke. Und manchmal ist zu viel hier oben und man vergisst die Inkarnation hier unten und die Materie. Und dann brauchen wir ein bisschen mehr. Guck mal, was hat dein System da? Du arbeitest zwar ganz viel, aber hier fehlt gerade Energie. Die Mitochondrien, die Nebennieren, die brauchen wirklich wieder Kraft. Und dann gehen wir eher den Weg von oben so ein bisschen nach unten, um es wieder im Herzen zu verbinden. Genau, Genau. was ja im Alltag natürlich auch möglich ist, indem wir einfach rausgehen, in die Natur gehen, uns verbinden, den Körper wieder spüren und so weiter. Aber auch sowas muss man ja erstmal merken. Man muss erstmal wissen, was ist eigentlich mit mir los? Und der eine hat da ein sehr gutes Gefühl für sich und hat es eingebaut schon in den Alltag und spürt, wann er aus der Mitte fällt. Und der andere ist da eben noch ein bisschen, ja, auf Hilfe angewiesen. Und da ist es natürlich großartig, dann auch so eine Begleitung zu haben und vor allem eine professionelle Begleitung. Also ich höre bei euch eben auch raus, dass ihr wisst, was ihr da tut. Da gibt es sicher auch Ja. Menschen, die stellen sich für viele tausend Euro solche Geräte hin und können sie dann vielleicht nicht kompetent lesen. Also müssen wir jetzt gar nicht irgendwie was Negatives draus machen, aber einfach mal so eingeworfen. Ich hing auch schon mal an so einem Oberon und habe gemerkt, dass da gibt es schon Deutungsspielraum. Ja, weil Wie? da gibt es so einen Satz dazu, der da ausgedruckt wird. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt das gleiche war wie bei euch. Das war wohl eines der ersten Geräte, die noch sehr, sehr alt sind. Da gibt es so ein, zwei Sätze dann zu dem Thema. Und wenn du dich nicht auskennst, dann deutest du das ja ganz anders, als wenn du schon energetisch gut gereift bist und verschiedene Ebenen da auch checken kannst. Tatsächlich ist das auch, jetzt nehme ich nochmal an, tatsächlich ist das auch ein ganz großer Punkt, den wir auch immer wieder auch nennen, weil es ist ein Radionikgerät, das darf man nicht vergessen. Und ein Radionikgerät bedeutet immer, und das ist für uns auch immer ganz, ganz wichtig, zwischen dem Klienten, zwischen dem Therapeuten und dem Gerät entsteht ein Feld. Und dieses Feld und das Bewusstsein des Therapeuten spielt immer damit rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch das Bewusstsein, auch über dieses, was wir da eigentlich, also was wir da tun gerade, wirklich, dass diese Grad des Bewusstseins ist da ausschlaggebend. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, das immer wieder zu berücksichtigen. Und wir haben im Prinzip das ganz, ganz neue Modell, das ist der automatische Tiefenscan, nennt man das. Das ist so ein ganz neues Modul auch. Und der automatisch quasi wirklich in der, bis in die letzte Ebene ganz unten, Unordnung findet in der Zellteilung. Das heißt, bis in die Gene rein. Was natürlich jetzt gerade in den letzten 2 Jahren extrem spannend ist, was er da misst, muss man sagen, ohne ein Thema zu bewerten. Aber es ist natürlich extrem spannend, wie oft ein Tiefenscan auch in die DNA dann teilweise stattfindet. Und da darf man sich dann auch vor egal welchen Vorurteilen, egal welchen Blickrichtungen fernhalten, weil es ist wichtig, dass das Bewusstsein da offen einfach für ist, es ohne Bewertung gerade das System anzunehmen, wo steht es gerade und wie kommen wir jetzt gerade gemeinsam in die höhere Ordnung wieder rein. Das ist das einzige Ziel, ne? Oder das Ziel, gemeinsam dahin zu finden, ne? Ohne Bewertung, ohne in irgendwas zu viel Energie reinzugeben, weil unsere Energie fließt mit rein, ne? Und vor allen Dingen ist das auch das, was du ja gerade gefragt hast. Es kann sein, dass Klienten gut aufgestellt sind und eigentlich das System immer sehr harmonisch aufgezeigt hat, wo sie sind. Die machen dann meist halbjährlich einen Scan. Und dann kommen aber solche Faktoren wie die letzten 2 Jahre, die manche wieder total aus dem Rhythmus bringen, wo wieder neue Programme quasi erst gestartet werden, die man vorher gar nicht, ja, so in sich aktiviert hat. Und dann fängt tatsächlich wieder eine Reise an, da wieder dran zu gehen, wieder zu schauen, welche Organe dann wieder abweichen durch den Prozess, der dann halt emotional auch sich durch die Gesellschaft dann aufzeigt. Und dann, ja, fängt man auch wieder an zu schauen, wie kann man die Menschen begleiten und schaut dann halt auf den Prozess erneut drauf, obwohl es vorher gut war. Also das haben wir auch und die, oder dass irgendwelche Einflüsse sind, dass Menschen verloren gegangen sind und man dann das verarbeitet. Das sind dann immer wieder Prozesse, die wir natürlich hier begleiten und neu aufzeigen können.
Ja, das ist super, dass du das jetzt gerade auch noch erwähnst, weil da habe ich ja auch immer wieder drüber gesprochen, dass gerade durch diese Krise in den letzten 2 Jahren, Krise als Chance, ja, ist ja das gleiche Wort, dass da vieles reaktiviert wurde, was bisher nur geschlummert hat im Energiesystem oder im Zellbewusstsein auch. Ja, also ich unterscheide ja immer, haben wir es auf Seelenebene aus anderen Inkarnationen mitgebracht? Oder ist es im Zellbewusstsein praktisch durch die Ahnenlinie in unserem System? Aber alles vermischt sich nachher sowieso und oft sind die Erfahrungen auch in beiden Linien irgendwie schon bekannt und werden dann eben in diesem Leben wieder reaktiviert durch ähnliche Zustände. Und vorher waren sie vielleicht gar nicht sichtbar. Hat man vielleicht schon gedacht, ich bin schon fertig, ich bin schon erleuchtet und auf einmal bam, die Riesenangst vor Mangel, vor eingesperrt werden, vor seinen Mund jetzt aufmachen und für sich einstehen oder was auch immer, oder Gewalt auf Demonstrationen, egal, es war so viel, vor was man jetzt Angst haben konnte und was man vielleicht aus anderen Zeiten oder Erfahrungen eben schon kannte. Und da habe ich eben immer gesagt, das ist jetzt eine Riesenchance, das alles jetzt aufzulösen. Es wird ja nur hochgespült. Es war vorher schon da, es wird hochgespült und es wird auf der Leinwand des Lebens praktisch sichtbar gemacht, damit wir nicht mehr wegschauen können. Weil wenn da nur immer wieder so was Vages kommt, weil wir gerade den Film anschauen oder so, dann können wir es immer wieder weg tun. Aber wenn es wirklich in der Realität auftaucht und wir gehen aus dem Haus und sind überall damit konfrontiert, dass Menschen dann auf einmal Masken tragen oder Angst vor einem haben oder einen boxen, statt die Hand zu geben oder was auch immer, dann macht das auf einmal was mit einem. Und da den Blick nach innen zu wenden und das wirklich zu transformieren, das ist einfach, das ist genial. Also das hat jetzt so vieles erlöst, was vorher geschlummert hat und was einfach dadurch bam weg ist. Und bei euch praktisch ist das dann im Oberon. Ich lese das natürlich im Energiesystem, ja. Aber das kann ja immer nicht jeder gleich so zuverlässig oder sich hundertprozentig drauf verlassen. Oder vielleicht auch dem Klienten dann so vermitteln, dass das so jetzt gut ist. Ja, auch wenn er es nicht sieht. Und ihr macht es praktisch sichtbar mit dem Oberon. Ja, es ist tatsächlich gerade in der Zeit auch so, man sieht dann, wenn Klienten jetzt Beispiel mit dem Thema kämen, dann würde man in der Nebenniere den Cortisolring total über, also dass der wirklich ausgepowert wäre. Und man sieht eine Angstüberwindung als Thema. Somatoforme Störung zeigt Oberon an und er zeigt, dass die Mitochondrien wie als Vollgas die ganze Zeit nur so viel zu viel arbeiten. Und dann geht man ins Gespräch. Und das ist wieder diese Brücke, die ich am Anfang meinte. Der Mensch ist noch nicht so weit gewesen, zu jemandem hinzugehen, energetische Hilfe direkt zu suchen, weil das hat er gar nicht, das weiß er noch gar nicht. Aber dann sitzt er in dieser Sitzung und sieht wirklich auf einem Bild, ich sehe meine neben mir, und was ist denn mit denen los? Ich erkenne, da ist eine Angstüberwindung und du machst irgendwann das System auch ein bisschen zur Seite und sprichst einfach mit den Menschen. Sagst du, wovor hast du denn Angst? Was ist denn die Angst in dir? Komm mal rein, die war doch beim letzten Scan gar nicht so da. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Und in dem Moment, auch das ist das Feld, was ich meinte, vom Bewusstsein, was du vorher immer öffnest, wenn du radionisch arbeitest. Und in dem Moment, wo der sitzt, der kennt ja deine wahrscheinlich Angst. Und dann sagst du, wollen wir da mal reingucken? Wollen wir mal außerhalb von Oberon diese Angst angucken? Und in dem Moment ist es dann, ja, möchte ich gerne. Und dann weiß, hat er gar nicht, der Mensch hat in dem Moment gar nicht entschieden, ich gehe jetzt ins energetische Arbeiten, in Theki oder so rein, sondern er hat verstanden, ich darf an meiner Angst arbeiten, ich habe da eine und ich möchte Hilfe haben. Und dann fließt er in diesen Prozess rein, ohne dass das vielleicht manchmal im Außen noch, wie du gehst zum Heiler sozusagen, ne? Also dann ist er einfach in diesem Prozess drin und erkennt, ich gucke mir diese Angst an. Und dann öffnet er sich auch. Und wenn man dann nachher da sieht, woran das der Cortisolring auch wirklich wieder in die Ruhe gefahren wird, dass der Stress raus ist, dass das Programm der Angstüberwindung nicht mehr ganz oben steht, dann ist natürlich ein ganz großes Feld geschaffen und da wird er sich immer dran erinnern, wenn das nächste Thema kommt. Und dann ist das Feld offen. Ne? Auf jeden Fall. Und wir sehen vor allen Dingen auch, dass die Menschen innerlich eigentlich auf diesen Prozess warten. Also ich habe schon so viele skeptische Menschen hier sitzen gehabt, die dann auch immer sagen, ich sag mal nichts, ich will mal gucken, ob das Gerät alles findet. Auch solche Sitzungen haben wir. Und man merkt aber, dass man die relativ schnell knackt, weil in dem Mensch selber das Herz immer eigentlich nur auf den Impuls wartet. Und wenn man ihn ein bisschen antriggern kann, dann kommt man auch auf diesen Kern hin und dann kann man den führen.
Und das ist auch die eigentliche Arbeit. Eigentlich das Oberon-System ist für uns wirklich nur so ein kleines visuelles Einstiegsmittel, um eigentlich über diesen Blick hinaus den Menschen dahin zu führen, wohin muss. Ich sage auch immer, wir brauchen das eigentlich gar nicht. Aber momentan ist es die Überführung in den Prozess, den wir erleben werden. Ja, und in dem Fall einfach ganz, ganz wertvoll, ja. Irgendwann, da bin ich sicher, brauchen wir sowas gar nicht mehr. Ich brauche es auch schon lange nicht mehr, aber natürlich kommen zu mir auch die Menschen, die da schon von vornherein offen sind. Und ihr holt eben auch die ab, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie dafür offen sind. Und das ist einfach großartig, ja. Das ist großartig. Das ist wirklich ein Brückenbauen. Gibt es denn noch etwas, was ihr noch so loswerden wollt, was ihr den Menschen noch mitgeben wollt? Vielleicht ein Beispiel. Ja, gerne. Dass man so fühlen kann, wie stark man mit so einem System auch in so einen Grenzbereich geht. Ich hatte zum Beispiel mal die Möglichkeit, in einem Therapiezentrum zu arbeiten, wo es um schwerere Fälle geht. Also das waren teilweise Rückenmarksverletzungen mit Querschnitt oder Querschnittslähmungen, Quetschungen oder Hirntumoren. Und ich hatte da mal einen Fall, wo man sehr gut erkennen konnte, wie gut ein System kombinierbar mit dem medialen Prozess ist. Ich hatte eine Rollstuhlfahrerin, die hatte eine Rückenmarksquetschung, 80% verletzt, konnte aber seit diesem Unfall überhaupt nichts bewegen, hatte keine Sensorik und Motorik. Wir haben dann einfach mal versucht, den Rückenmark in dem defekten Bereich einfach mit Frequenzen uns anzuschauen und auch ein bisschen zu versuchen zu stimulieren. Und die hat in der ersten Sitzung sofort ein totales Kribbeln in den Beinen gehabt. Da waren beide überrascht. Sie war sehr emotional und war überrascht, dass das überhaupt passiert, weil sie, ich glaube, über 7 Jahre lang das überhaupt nicht gemerkt hat. Und wir haben uns super gefreut, dass das auch sich angeregt hat und haben natürlich dann die Stimulanz aufrecht gehalten. Man kann das über ein paar Wochen aufrecht halten auf dem Körper und haben dann die zweite Sitzung gemacht und haben dann bei der zweiten Sitzung überhaupt keinen Effekt gehabt. Und dann kam die dritte Sitzung und wir hatten wieder keinen Effekt. Und dann kam jetzt die Frage, warum hat der Körper eigentlich so positiv reagiert? Und was war jetzt los, dass sie diese Blockade scheinbar aufbaut, um nicht diesen Erfolg weiterhin umsetzen zu können? Und dann haben wir ein Gespräch geführt, dann haben wir ein bisschen mal in die Psychosomatik des Systems geguckt, wo halt wirklich nur die definierten Programme definiert sind. Das sind so Beschreibungen, wo man sich langhangeln kann, aber die sind festgelegt. Und dann kam raus im Gespräch, dass es eine familiäre Situation gab, die zu dem Unfall geführt hat auf einem Hof. Und am Ende die Klientin diese Rollstuhlphase genutzt hat, um ihren Eltern zu zeigen, dass sie schuld sind. Das war dann die Brücke zur Medialisierung, wo man aufzeigen musste, sie musste erst lösen und das Feld der Eltern klären, weil sie hat sie beschuldigt dahin. Und hat den jetzt einfach immer nur vor aufzeigen wollen. Und sie wollte das nicht loslassen, bis sie es erkannt hat. Und da sieht man dann, okay, wenn wir den Part medial und über diese Sitzungen ins Verständnis bringen, unterbewusst hochholen, dann hat man die Chance, auch weiterhin an den Bereichen zu arbeiten und das Gewebe und dann die Nerven auch wieder zu regenerieren. Sie hat innerlich blockiert. Und das ist halt das, was wir jedes Mal immer sehen, dass wir bestimmte Erfolge haben, dann kommen Blockaden und dann muss man schauen, warum hält sich der Klient zurück? Weil er könnte immer durchlaufen. Es sind ja nur Frequenzen und wir könnten immer in der Stimulanz weiterkommen. Es sei denn, die Stimulanz des Menschen in der Emotion ist halt so unterbewusst blockiert und programmiert, dass er das nicht sieht und nicht spürt. Und wir dann erst gucken müssen, okay, wie kommen wir über diesen Punkt hinweg und wie erkennen wir das, um weiterzukommen in dem organischen Prozess. Also so, das sind so die Zwischenbereiche. Ja. Genial, super, danke für das Beispiel. Das ist ja im Prinzip genauso, wie wir auch mit Teki dann komplett arbeiten, auch ohne Gerät, ja. Ich habe das auch immer wieder festgestellt, gerade wenn wir die Wirbelsäule nehmen, aber auch bei anderen Symptomen, Krankheitsbildern, dass du hast einen kurzfristigen Effekt. Also wenn du jetzt nur auf dieses Symptom gehst, zum Beispiel jemand hat Rückenschmerzen und ich mache die Wirbelsäulenaufrichtung und entspanne da alles und mache da alles energetisch, dann geht es denen oft sofort besser und es hält auch 1 bis 7 Tage. Und dann gibt es aber einen Rückfall, wenn das darunterliegende Trauma nicht aufgelöst wurde. Und da gibt es eben oft ein Trauma, entweder dieses, ich lade mir zu viel auf, ich buckle zu viel oder vielleicht gab es einen Unfall, einen Sturz oder wie da in eurer Geschichte sogar noch mit Schuldzuweisung verbunden, also dass dann noch die Beziehungsharmonisierung, die Vergebungsarbeit einfach auch durchlaufen darf, um das System zu befreien und wieder in die eigene Kraft zu gehen, weil ich sehe das immer wie so ein Energieleck dann.
Also du verlierst daraus einfach Energie. Da, wo noch was ist, da fließt die Energie zwar auch hin, aber sie kann da nicht ordentlich verwertet werden. Und dann verlierst du die da einfach, die ist einfach weg. Ja, und so entstehen eben dann Schmerzen, Krankheiten, was auch immer. Ja, total spannend. Ja, das war wirklich. Ich hatte auch tatsächlich auch so eine Sache, die ich gerne teilen würde, einfach was Kinder angeht, in einem Fall so mal, dass man auch das vielleicht mal greifen kann, weil die mir immer sehr am Herzen liegen. Ich hatte einen Fall als Beispiel jetzt einfach nur, das war, da haben wir bei einem Kind einfach geguckt mit Oberon, weil es immer wieder Magen-Darm-Symptomatik hatte. Wirklich von Kindheit an, nur irgendwann, ne, erst, zweite Lebensjahr ständig mit Magen-Darm-Symptomatik. Und dann hat man im Oberon auch gesehen, das war wieder das Sichtbarmachen, dass diese Funktionskurve vom System sozusagen immer da, wo die Funktion in den Magen-Darm, die Verdauungstätigkeit gehen soll, beim Kind so gehen müsste und immer da richtig abgesagt ist, als wenn die Energie nicht da ist, als wenn die woanders gebunden ist, richtig nach unten abgefallen. Und das hat es dann der Mama auch gezeigt und hat gesagt, es ist wirklich, als wenn der keine Energie hat, da richtig auch die Nährstoffe aufzunehmen und in diese Verdauungstätigkeit zu gehen. Und in dem Fall habe ich es gemacht, dass ich einen Tensor nebenbei hatte, der lag auf dem Schreibtisch, sollte sein. Und ich hatte einfach gefragt, okay, also ein Trauma war ganz deutlich von oben zu sehen, dass da irgendwas Energie zieht. Und da hatte ich gefragt, wann ist denn das entstanden? Und dann hatte ich bei dem Kind ganz klar, das war der 10. Lebensmonat. Kam beim raus. Ich hatte runtergefragt, welches Jahr und so, und das war der 10. Lebensmonat. Dann habe ich das einfach laut ausgesprochen. Irgendwie was muss im 10. Lebensmonat gewesen sein. Und ich war noch nicht am Teki arbeiten, ich war wirklich in der oberen Sitzung drin. Und dann sagte sie mir, fing dann an zu weinen und sagte, ja, da wurde ich getrennt von meinem Kind, weil ich eine schwere Operation hatte und das Kind kurzfristig abgegeben werden musste. Und das war dann so klar. Und dann hat man das Feld gehabt, mit dem Kind, also der Mutter zu sagen, lass uns daran arbeiten. Es fehlt dieses, es ist plötzlich alleingelassen worden von der Mama. Urvertrauen, Wurzelchakra, nähren. Was ist wirklich nähren? Was bedeutet das Thema nachnähren? Dieses Gefühl, wie fühlt es sich wirklich an, sich genährt zu fühlen und sich das zu erlauben, sich sicher zu fühlen? Da kamen so viele Themen hoch. Und in dem Moment, wo wir das alles wirklich mit dem Kind dann in einer Teki-Sitzung bearbeitet haben, wirklich dieses dahingeschaut haben, die Traum da auch rausgenommen haben, dann floss die Energie wieder. Das heißt, diese Energie, die so feststeckte, die ging in der Kurve langsam, aber sie ging dann wirklich nach oben wieder, dass die Verdauungskraft wieder zurückkam. Und das war für mich so schön, weil einfach ich gedacht habe, bei diesem Kind so helfen zu können, dass es einfach aus diesem Traum mal rauskommt und dieses Urvertrauen wieder lernen darf in den jungen Jahren noch. Dass es nicht erst so ewig lange in diese Verdauung, also Verdauungskrankheit noch reinfällt. Und das fand ich total schön. Okay. Es ist großartig. Es ist auch, weißt du, mich berührt es immer total, weil wenn du siehst, du hast jetzt einem kleinen Kind etwas gelöst, auch schon rückwirkend, ja, man hätte es ihm auch schon ersparen können, wenn man gleich in der Situation gemerkt hätte, was man machen kann, damit es gar nicht erst in diesen Mangel kommt. Aber besser so als gar nicht, ja, du hast da jetzt was gelöst und dieses Kind nicht nur im Bereich Sicherheit, Urvertrauen, im Leben stehen mit beiden Beinen, also diese ganzen Wurzelchakra-Themen, sondern natürlich auch im Bereich körperlich. Ich kann verdauen, ich kann Situationen verdauen, aber ich kann auch Nahrung verdauen. Wer weiß, was da noch alles gekommen wäre, weißt du? Irgendwann Medikamente und Verdauung, noch stärkere Verdauungsstörungen, Schmerzen, Schmerztabletten, Operationen, was auch immer da noch alles dann kommen kann. Und es kommt alles nicht, weil die Blockade rechtzeitig gelöst wurde. Das ist einfach großartig. Ja. Auch natürlich für Erwachsene, selbst wenn jemand schon lange so einen Leidensweg hat, ja, es kann sein, dass wirklich die Ursache irgendwo in der Kindheit, sogar in den Babyjahren liegt. Und eben gerade da kann sich oft keiner erinnern, ja. Unsere Erinnerung, bewusste Erinnerung ist bei den meisten erst so ab 3, 4 da, ja, dass man so Spots hat, aber auch nicht eine durchgehende Erinnerung. Und da wissen viele überhaupt nicht, was sie sagen sollen, wenn du fragst, ja, war da mal was, als du 1 warst oder so, ja? Und das muss man dann einfach feinstofflich sehen, man muss es dann einfach anders rauskriegen. Also es ist auch nicht immer die Mutter da, ja? Also es gibt ja auch jemanden, der kommt vielleicht mit 60 zu dir und die Ursache für sein Thema liegt aber tatsächlich in der Geburt oder irgendwo da ganz früh. Er kann niemanden mehr fragen. Aber wir können es trotzdem auflösen. Ja, das ist tatsächlich.
Und das ist ganz, ganz wichtig. Wow, schöne Beispiele, ganz toll, ihr zwei. Ich danke euch, dass ihr da Niedersachsen bereichert mit eurem Wirken. Und ich werde natürlich alles unter dem Video verlinken von euch, damit man euch auch finden kann. Wer da Lust hat, mal so ein Scan, sagt ihr, zu machen. Ja. Yeah. Da hätte ich tatsächlich auch gerade, das ist gar nicht so sehr Niedersachsen. Wir haben tatsächlich, wir machen das per Fernmessung hauptsächlich. Also wir haben das ganz viel. Das heißt, wir schalten dann, wir sind per Zoom wirklich mit denjenigen, weil es ist egal, wo das Energiefeld. Wir kriegen ein Foto vorher, den Geburtsdatum, Namen und immer ein persönliches Gespräch vorab. Und dann machen wir das oft auch, dass wir hier eine Resonanzkammer haben. Wir stellen das da rein und wir machen wirklich per Zoom. Und tatsächlich würde ich sagen, im Augenblick ist es 60% sogar mehr, dass wir gar nicht so sehr vor Ort. Das ist nicht ganz so wichtig, weil auch eine Teki-Behandlung oder so machen wir auch teilweise per Zoom, weil es spielt Ja. wirklich keine Rolle, wo der Mensch ist, haben wir festgestellt. Nee. Auch Entwicklungsschritt, den hatten wir früher uns nicht zugetraut. Wir wurden reingeschubst ins Leben, richtig, durch einige Fälle, die wir nicht absagen konnten und wollten. Und dann haben wir festgestellt, wie genau das trotzdem funktioniert. Und wenn man dann einmal das Teki und das ganze Feld verstanden hat oder generell, dann ist es ja auch logisch, dass das funktioniert. Und von daher genau sind wir so, dass wir auch das per Fernmessung anbieten. Ja, also kann ich einfach nur bestätigen und abhaken. Es ist genauso wertvoll, genauso wirksam. Es macht überhaupt keinen Unterschied, weil wir uns einfach verschränken. Energie kennt keinen Raum und keine Zeit. Das hebt sich da alles auf. Es ist wirklich, als wäre derjenige da. Ich habe sogar in Einzelfällen schon erlebt, dass Fernbehandlungen für die Menschen besser sind, weil es gibt Menschen, die sich einfach sonst so abgelenkt fühlen. Weißt du, die schauen sich immer um und kommen irgendwie nicht in sich an, wenn sie woanders sind und hatten vielleicht eine stressige Anreise oder was auch immer. Und wenn man dann einfach nur zu Hause gemütlich im gewohnten Umfeld sitzt, ist es für viele sogar noch einfacher, sich zu entspannen und wirklich drauf einzulassen. Also super, dass das auch so geht. Ja. Und ja, mir ging's ähnlich wie euch, das will ich gerade noch kurz sagen. Ihr wurdet da reingeworfen und ich wurde zu den Online-Seminaren geworfen, genötigt sozusagen. Ja, wir wurden auch Ich habe immer ja, gesagt, nein, also Teki, das ist so tief und so, das kann nicht sein, das geht nicht online, das kann man nicht machen. Ich muss die Leute da haben, ich muss sehen, wie es denen geht, ich muss mit denen reden können, ich muss das alles energetisch beobachten können. Und dann habe ich wegen Corona eben auch die Seminare abgesagt, die Präsenzseminare. Und dann sind hier Mails ohne Ende reingekommen. Sandra, wir wollen es online jetzt machen. Und dann dachte ich, naja, dann drehst du jetzt einfach mal dein erstes Online-Seminar und probierst es aus. Und dann solche durchschlagenden Erfolge weltweit. Wir dürfen manchmal einfach dem Leben vertrauen, nicht manchmal immer. Wir dürfen uns führen lassen und wir dürfen offen sein für diese Veränderungen, die das Leben uns anbietet. Ja. Ja, und da nochmal zum Online-Seminar, weil ich war ja auch einer der ganz am Anfang, glaube ich, bist du angefangen damit. Ja. Und ich war auch eher skeptisch und habe gedacht, oh, geht das? Aber ich muss auch tatsächlich sagen, auch wirklich, wir sind selbstständig. Ich hatte gerade ein kleines Baby. Ich habe mit einem Kind, was gerade in die Schule gekommen war. Es war turbulent zu Hause und trotzdem war es mit Leichtigkeit durch dieses Online-Seminar möglich, weil ich hatte mir das selber einteilen können. Wir konnten die Kleine in Ruhe wegpacken und sie konnte schlafen und ich war da, ich war präsent und ich konnte einfach auf Pause drücken. Und wenn eine Meditation nicht sofort geklappt hat, ich konnte sie wiederholen, ich konnte sie verstehen, ich konnte es nochmal annehmen, nochmal neu sehen. Und also ich fand das so hilfreich, auch gerade in der Corona-Zeit, das Beste aus der Zeit zu machen, weil ich habe sie geliebt, ganz ehrlich, weil ich wirklich so für mich, weil ich konnte Mama sein, ich konnte mich weiterentwickeln und das waren Möglichkeiten, die ich sonst gar nicht gegriffen hätte. Ich hätte gar nicht zum Boden sehen können und so, ne? Und das finde ich auch, das ist Dankbarkeit pur, dass das wirklich im Feld jetzt ist. Da sind wir alle total dankbar. Das ist schön. Ich danke euch von Herzen für eure Infos, für eure schönen Worte, für die tollen Beispiele und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja, danke, das wünsche ich dir auch. Danke für die Einladung. Danke, danke. Und auch euch zu Hause. Wir hoffen, wir konnten euch wieder inspirieren. Und wenn ihr Nicole und Dennis mal näher kennenlernen wollt, schaut einfach unter dem Video. Alles, alles Liebe. Tschüss.